Okay, die Kiste ist nicht zerplatzt, sondern einfach nur despawned. Ach, okay. Hier ist nicht viel los. Oder? Oh, da. Da geht was. Hier geht sogar runter. Ist da noch eine Höhle? Was haben wir hier? Oh, noch ein Troll. Hallo, Trolli-Molli. Ja, lauf ruhig weg. Mir entkommst du nicht. 21 Schaden, Crit. Und da läuft er weg. Menno. Hier ist doch ein Weg, oder? Nee. Nee, da vorne? Nö, auch nicht. Überall nix. Na gut. Kümmern sich jetzt halt Lino und Wolfi drum. Ey, das Gewitter, ey. Der Bass von dem Gewitter, das ist ja übel. Da ist er ja. Hallo Troll. Oh, mehr Trolle. Oh shit, noch mehr Trolle. Feuerpfeil. Sehr gut. Der hat gesessen. Ich mag meinen Feuerpfeil. Das ist so ein Lebensretter für sich selbst schon. Haha. Jetzt weiß ich, wie ich mit Trollen umzugehen habe. So macht man das. Gut. Wird aufgeschrieben, notiert, fertig, passt. Der Wolf hat wieder irgendwelche. Ah! Noch mehr Trolle. So ein gutes Stück mehr Trolle. Was könnte böse werden? Habe ich noch irgendwelche Zauber dafür? Ja, meine Geräuschexplosion könnte helfen. Und Wolfi ist schon tot. Ja, es hilft. Einer ist betäubt. Sehr gut. Zwei sind betäubt. Noch besser. Komm, der da muss weg. Lino, pass auf, dass du dich nicht von dem Typen hinter dir verkloppen lässt. Das wäre sehr böse. Yay, weiter. Komm schon. Treffen, treffen. Crit, sehr schön. Und Wolfi noch herbeirufen, den brauchen wir. Was ist das hier für eine Tür? Moment, erstmal Überreste einsammeln. Gold und Schleuderkugeln, was ist das? Ah, Frostbolzen. Okay. Was ist das hier für eine Tür? Eine offene, das gefällt mir schon mal. Mit Archäologen. Okay. Jax. Da vorne nochmal zwei Archäologen. Die Kisten hier mache ich erstmal auf. Geht nicht, mach du mal. Auch abgeschlossen, yeah. Komm, so machen wir das. Lino, mach mal bitte da weiter auf. Ich sammle schon mal die Beute ein. Beute, Beute, Beute. Feuerschleuderkugeln. Sind meine Soundeinstellungen eigentlich richtig? Ja, das sind sie doch. Ich wundere mich gerade, dass Sounds flöten gehen. Wenn ich die Kisten anklicke, dass die nicht richtig Klick machen, dass ich Kisten, die ich kaputt mache, despawnen, anstatt dass. Also dass sie einfach verschwinden, anstatt dass sie zerbersten. Ziemlich komisch gerade. Oh, ein Dolch plus 1 in der Truhe. Sehr schön. Goldmünzen, noch eine abgeschlossene Truhe, da mache ich mit. Eine Sphäre der Unsichtbarkeit. Ja, wahrscheinlich mein nächster Zauber, den ich auswählen werde auf der nächsten Bahnstufe. Sehr gut. Eine Tür, das scheint sowas wie ein Vorposten zu sein. Mit mehr Truhen. Goldmünzen. Zauber. Yippie-yay-yay. Alles abgeschlossen. Dass diese Archäologen immer so sicher denken müssen. Kann doch nicht sein. Was habt ihr denn bitte Wertvolles zu verstecken? Einen kleinen Dolch, ja, bitte. Wer ihn haben will. Ich werde ihn eh verscherben, also für mich hat er keinen großen Wert. Leno, möchtest du mir helfen? Na, jetzt ist eh zu spät. Ui, was ist das denn? Eine Robe der Säureresistenz. Naja, immerhin. Die ist auch ein bisschen was wert. Oben auch noch zwei Kisten. Ach, Plünder, Plünder, Plünder. Plünder, Plünder, Plünder. Wenigstens gehen die Dinger auch auf. Jetzt wieder davor stehen würden, da alleine die Dinger mit meinem Schwert knacken müsste, mit meinem Schallknacker, dann wird das wieder ewig dauern. So, das war's hoffentlich endlich. Gehen wir mal mit Jax. Das ist ein Archäologie-Unterkunft, okay. Angriff! Was? Wir? Oh, ihr seht nicht aus wie... Oh, nicht so wichtig. Tolle Begrüßung, Kollege. Ihr scheint mir recht nervös zu sein. Wie ist euer Name? Mein Name ist Jax. Professor Jax. Ein berühmter Archäologe. Kennt ihr mich nicht? Ich suche nach den Spuren eines alten Volkes. Deswegen bin ich hierher gekommen.
Wer seid ihr? Mein Name ist Anaron Sin und ich wäre interessiert daran, mehr über dieses Volk zu erfahren. Ah, ihr gehört zum Gelehrtenkreis. Dann lasst mich euch ein wenig von meinen Forschungen berichten. Ich spreche von einer Schöpferrasse. Wirklich faszinierendes Thema. Ich glaube, dass sie vor tausenden von Jahren gelebt hat und dass es in der Nähe Überreste ihrer Zivilisation geben muss. Ihr sucht also nach toten Sachen? Nein. Ich suche nach einem Beweis für die Existenz dieses Volkes. Wisst ihr, eine befreundete Einige befreundete Archäologen und ich durchsuchten die Höhlensysteme in diesem Gebiet nach einem Eingang zu den Ruinen unter den Höhlen. Es war eine wunderbare Expedition, so schien es zumindest. Ich dachte, es müssen dort viele Schätze und Schriften dieser Rasse geben, doch dann haben uns die Trolle und Oger angegriffen. Trolle und Oger? Erzählt mir mehr. Ich untersuchte gerade eine Felsformation in einer der Höhlen, als sie uns angriffen. Wir hatten einige Wächter zu unserem Schutz dabei. Es gelang ihnen, die Oger abzuwehren, aber die Trolle töteten sie mit einer Leichtigkeit, als seien sie lediglich Kinder. Was tatet ihr dann? Wir rannten um unser Leben. Die Wachen verschafften uns etwas Zeit, sodass einige von uns fliehen konnten. Aber nicht genug. Bei weitem nicht genug. Kommt zur Sache. Was für sinnlose Tode! So viele Opfer! Und wir haben dennoch nicht den benötigten Beweis für die Schöpferrasse. Erzählt mir mehr über die Schöpferrasse. Viel ist über sie nicht bekannt. Sie waren sehr mächtig und man nimmt an, dass sie gegen die Drachen um die Kontrolle Toriels kämpften. Was hat das... Wann bekämpften sie Drachen? Das geschah vor mehr als 10.000 Jahren, sogar noch vor der erstmenschlichen Zivilisation in Nesserel. Sie verwendeten mächtige Zauber zur Erschaffung magischer Effekte und Gegenstände, von denen man angesichts der begrenzten Magie heutiger Götter nur noch träumen kann. Was für Schätze meint ihr denn? Nun, wenn sie mächtig genug waren, um sich mit Drachen anzulegen, dann mussten sie auch einige mächtige magische Gegenstände besitzen. Ganz zu schweigen von ihrem Wohlstand. Die Trolle könnten auch Schätze haben. Und ihr glaubt, ihr könnt beweisen, dass diese Rasse existiert hat? Wenn ich so fortgeschritten war, wie ich glaube, dann sollten sie auch einige Schriften hinterlassen haben. Wenn ich ein Buch in die Finger bekäme, das beweist, dass sie... Die Schrift ist zu klein. Ich würde sie am liebsten größer stellen. Ich habe halt so viel Lesefehler. Dass diese Ruinen von der Schöpferrasse stammen, würde ich den Rest der Fördergelder bekommen, die man mir versprochen hat. Ich muss eine vollständige Geschichte der Ruinen finden. Fördergelder? Ist es nur das, worum es hier geht? Nein. Das Geld ist für die Finanzierung meiner Forschung notwendig. Das Geld ist sowohl für die Bezahlung von Wachen und Ausrüstung bestimmt, als auch für die Expertisen von anderen Forschern. Ohne das Geld kann ich nicht weiterforschen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich den Beweis finde. Ich könnte euch bei der Suche nach diesem alten Buch helfen. Oh, das wäre wunderbar. Und da ich es für meinen eigenen finanziellen Vorteil benötige, zahle ich euch nicht nur 500 Goldmünzen, sondern ihr könnt auch alle Schätze behalten, die ihr findet. Hier ist ein Schlüssel für die Hütte da drüben. Dort könnt ihr von meinen Kollegen weitere Informationen erhalten. Das reicht vorerst. Findet einfach ein Buch, das beweist, dass die Schöpferrasse existiert und diese Ruinen errichtet hat. Bringt es so schnell wie möglich zu mir zurück. Das klingt sehr gefährlich. Ich denke, ein kleiner Vorschuss wäre gerechtfertigt. Das klingt vernünftig. Hier sind 100 Goldmünzen. Das sollte das Geschäft besiegeln. Entschuldigt, das geht schon wieder auf meine Stimmbänder, diese Stimme. Seid vorsichtig, Bursche. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Viel Glück. Okay, anscheinend können wir jetzt hier reingehen. Sehr gut. So was. Mein Gott, Walter. Was ist denn jetzt hier drin? Ich muss mit meiner anderen Stimme sprechen. Hallo, Revard. Wer ist denn Revard? Speichel tropft von den Lippen dieses Mannes und seine Augen laufen über vor Tränen. Erhöhte Feuchtigkeitsproduktion oder was? Hallo! Mutti? Oh, ehrlich Mutti. Oh weh, viel Ärger haben! Ganz ruhig, Junge, alles wird wieder gut. Darf ich euch einige Fragen stellen? Werde Antworten versuchen, aber nicht sein in Stimmung zum Reden. Ich habe einen sehr schlechten Tag. Was ist so schrecklich an heute? Meine Mutti von Trollen gestohlen worden. Muss sie wieder haben, oder ich viel Ärger kriegen.
Mutti viel gut. Ekologe. Wissen schon, auspullen alte Zeug. Ich machen helfen sie. Ich machen passen auf sie. Bloß ich nicht machen Arbeit viel gut. Warum? Was ging denn schief? Haben reden mit andere Wache. Drehen um, Mutti weg. Nicht machen viel Sorgen. Manchmal gehen weg, dann kommen wieder. Wer macht denn hier Schaden? Ach, das ist jemand an der Trainingspuppe, okay. Dann wir hören komische Geräusche, die von verrückten Hunden. Wir drehen uns um und was wir sehen, Trolle und Oger. Die Trolle, von denen Jax mir erzählt hat. Ja, eklige Trolle, scheußliche Oger. Also, wir machen uns bereit und Kampf gegen los. Die Monster töten die meisten Wächter, aber ich tapfer kämpfen. Dann träum mich auf den Kopf getroffen und verletzt. Ich kann gucken mit viel Blut in Auge. Dann Jax mich packen Hand und führen aus der Höhle. Haben Glück zu leben über. Niemand hier mehr helfen. Angst haben. Gehen wieder in Höhle, viel dunkel. Warten müssen hier, hoffen wiederkommen, Mutti. Wo könnten Sie... Was zahlt ihr mir, wenn ich eure Mutter zurückbringe? Ich zahle an euch 300 Gold. Nicht haben viel andere. Lass alles sein, wo geben Mutti. Mutti. Wo könnten Sie Ihre Mutter denn festhalten? Sie seien in Höhlengegend. Selbe Ort, wo ihr gehen für helfen, Jax. Ich sehe in ihr Schlüssel haben. Macht euch keine Sorgen. Ich werde sie für euch retten. Oh, ihr seid ein guter Mann. Ich meine Mutti finden. Na, ihr meine Mutti. Ich euch sagen, was wissen. Sie meine Mutti. Danke. Haben in Höhle nahe von hier. Sie seien lieb und nett. Bloß nicht, wenn packen Ohren und brüllen euch, weil haben zerdeppert Teller oder verschütten Milch. Oder nicht Erbsen essen auf. Oder zicken rum, oder aber nicht dürfen so reden über sie. Hier, geben euch Ring zu zeigen, Mutti. Seinen Ring von Fadi. Von wann er sterben. Ich nicht kennen, aber Mutti sagen, sei nett, ruhig Mann. Schnell, geht, bring Mama in Sicherheit. In Ordnung, aber ich könnte ein bisschen Geld im Voraus brauchen, damit ich eure Mutter besser retten kann. Sei gut. Nicht alles machen zu helfen, kriegen Mutti wieder. Ja, ein sehr cleveres Kerlchen, wie bemerkt. Und hier drüben haben wir Lenten. Ein harscher, verärgert aussehender Mann. In seinen Augen kann man nur mühsam beherrschten Zorn sehen. Okay, hoffentlich ist er ein bisschen zivilisiert und intelligenter drauf. Hallo? Lenten. Huhu. Kann ich auch nicht mit ihm reden, solange er da kämpft. Machen wir halt ein paar Truhen auf, vielleicht bemerkt er uns dann. Ach, das ist wieder so eine Truhe, die ich nicht aufkriege, oder was? Nee, jetzt passt. Komm, zeig her, was ist drin. Alexandrit und ein Topaz. Lenten will wirklich nicht mit uns reden. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Nö, ein Stapel Bücher und eine Kiste. Mehr nicht. Oh! Delilah! Hey! Der Halbling wirft dir einen bitteren Blick zu. Hallo, Delilah! Ich wusste nicht, dass du hier bist, aber weißt du was? Es ist mir auch nicht schlimm. Erstmal Bandit. Und ab geht die Party. Oh, die kann ja gar nichts. Guck mal, wie die drauf geht. So, stopp.